Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst freue ich mich, Herr Fuchs, dass Sie so freundlich die Genossen der KP begrüßt haben. Ich will mich dem ausdrücklich anschließen. Das ist wirklich sehr nett. Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung zu Herrn Rösler. Herr Rösler, ich glaube, Sie waren noch zu sehr im Parteitagsmodus der FDP. Sie haben ja dort auf dem Parteitag die schöne Geschichte von Brüderle und Schwesterchen erzählt, die ja auch Märchen sehr gut ausgegangen ist. So wie Sie hier allerdings an die Energiewende herangehen, wird dieses Märchen leider nicht gut ausgehen. Sie regieren seit 4 Jahren. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, was Sie wirklich vorzulegen haben, gerade auch bei dem heutigen Thema, dann ist das eben mehr als dürftig. Sie haben insgesamt dazu beigetragen, dass es bei den Menschen, bei den Unternehmen Verunsicherung gibt in diesem Land. Und mich wundert das schon sehr, dass Herr Fuchs hier auf einmal als Kämpfer für den Atomausstieg dasteht. Also da erinnere ich mich ja wirklich doch noch ein bisschen anders. Also da gab es ein Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Das ist alles schon sehr, sehr eigenartig. Was wir heute in erster Lesung behandeln, das hat wirklich mit einem verantwortungsvollen Beitrag zur Energiewende sehr, sehr wenig zu tun. Man fragt sich aber sowieso immer, ist es die Bundesregierung? Also ich habe gerade gehört, dass Herr Altmaier und Herr Rösler gar nicht mehr zusammen in den Umweltausschuss gehen, weil sie sich da wahrscheinlich behaken würden. Also Bundesregierung ist das hier wirklich sehr, sehr wenig. Im Kern handelt es sich schlicht und ergreifend um einen Gesetzentwurf, der die Profite der Energiemonopolisten weiter absichern will, der die Profite der Netzbetreiber absichern will. Denen ist es im Übrigen völlig egal, welchen ökologischen, welchen sozialen Preis gezahlt werden muss, für welche Energie die transportiert wird. Versorgungssicherheit übersetzt Schwarz-Gelb letztlich mit Profitsicherheit. Natürlich, auch wir wissen, Energietransport braucht moderne Netze. Da muss was geschehen. Aber wer die Energiewende wirklich will, der muss dafür natürlich einen Plan haben, auch was die Netze betrifft. Da muss das Thema Energieverbrauchssenkung natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und dann kommt in dem Ergebnis dazu, dass es heißt, so viel Netz wie möglich und nicht so viel Netz wie nötig und nicht so viel Netz wie möglich. In dem Gesetz geht es um Rechtswegeverkürzung und die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das alles ist ja durchaus sinnvoll, aber das löst letztlich kein grundsätzliches Problem. Die Bundesregierung hat eben keinen Plan, was die Energiewende betrifft. Und da reden Sie hier, dass man sich mit den 16 Ländern ins Benehmen setzen muss. Aber es geht natürlich nicht, dass die Bundesregierung ansagt und die Länder zu folgen haben. Warum haben Sie eigentlich nicht die Bundesratsstellung vom Februar in irgendeiner Weise bei Ihrem Gesetzentwurf auch beachtet? Da gab es im Übrigen eine Stellungnahme auf Initiative des Bundeslandes der Bundeskanzlerin, was zufälligerweise auch meins ist, Mecklenburg-Vorpommern. Ist das Ignoranz oder ist das handwerkliche Schluderei, dass Sie das einfach nicht beachten? Nicht die Bundesregierung sagt an und die Länder haben zu machen, sondern gemeinsam muss das umgesetzt werden. Sie müssen sich wirklich von diesem hohen Ross herunterbegeben. Mit diesem Gesetz lassen sich die schweren politischen Fehler bei der Planung und Durchsetzung der Energiepolitik nicht korrigieren. So stärkt man nicht das dringend notwendige Vertrauen in die Energiewende, und man organisiert sich auch keine Unterstützung bei der Bevölkerung. Es gibt eher eine ganz, ganz große Verunsicherung. Die wahren Innovationsfeinde, die sitzen hier auf der Regierungsbank. Was ist denn innovativ daran, eines der größten Zukunftsprojekte in Deutschland, den Umbau der Stromerzeugung, politisch zwar auszurufen, aber dann einfach zu hoffen, dass die notwendige Infrastruktur sich quasi von alleine plant und baut? Was ist denn eigentlich innovativ daran, den großen Energiekonzernen in weiten Teilen diese Planung zu überlassen, wo sie sich doch schon betriebswirtschaftlich überhaupt keinen Grund sehen, die alten Kraftwerke der Konkurrenz regenerativer Energien auszusetzen? Und was ist innovativ daran, die Netzplanung an den Bedürfnissen dieser Konzerne und ihrer Lobbygruppen auszurichten, wo technisch eine dezentralere Stromerzeugung in effektiven Einheiten vor Ort bürgernah und kostengünstig und flächendeckend möglich ist? Und dann haben Sie hier über Bürgerbeteiligung und Bürgerinteressen geredet. Und da habe ich mir mal angeguckt, was denn bei Ihnen da drin steht, bei Ziel- und Problemstellung. Das kommt da überhaupt nicht vor. Das kommt bei Ihnen überhaupt nicht vor. Und das Thema Bezahlbarkeit, da will ich dann doch schon darauf aufmerksam machen. Auf Seite 16 steht der schöne Satz: Der Anstieg der Netzentgelte auf Übertragungsnetzebene und damit auch der Strompreise. Das ist offensichtlich ehrlich.
Sie gehen davon aus, dass die Strompreise steigen, und das ist letztlich ein Offenbarungseid in Ihrem eigenen Gesetz, dass Sie hier nichts tun wollen, dass Sie die Bürgerinnen und Bürger, dass die diejenigen sein sollen, die letztlich die Energiewende bezahlen sollen. Und das kann nicht sein. Ich will auf eines hinweisen. Sie haben in Ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, dass es eine unabhängige Netzgesellschaft geben soll. Das ist ein vernünftiger Ansatz. Das will die Linke auch. Wir wollen eine öffentliche, handbefindliche Netzgesellschaft. Was ist passiert in den 4 Jahren? Gar nichts ist passiert. Sie haben nichts in diese Richtung gemacht. Da im Übrigen ist das, was sowohl die SPD als auch die Grünen vorschlagen, durchaus vernünftig. Wir wollen, dass alles, was öffentliche Daseinsvorsorge betrifft, eben wirklich in öffentlicher Hand ist. Das ist nicht nur Wohnen, Gesundheit und Bildung, sondern das sind eben auch die Energienetze. Aber Sie schreiben das im Koalitionsvertrag, aber brechen Sie ein weiteres Mal. Die Energiewendepolitik muss letztlich vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Die Frage ist, wollen wir dezentrale Energie in Bürgerhand oder erhalten wir die Macht der großen 4? Und nicht die Bürgerinnen und Bürger dürfen die Energiewende bezahlen. Es muss darum gehen, zu rekommunalisieren, auch die Neuvergabe von Netzkonzessionen durchzusetzen, vieles andere mehr. Deswegen ganz klar und eindeutig, die Energiewende ist bei dieser Koalition in schlechten Händen und in falschen Händen. Statt einer Politik, mit der Vertrauen zurückgewonnen werden kann, betreiben Sie eine Politik, der alles zuzutrauen ist. Statt den Menschen Sicherheit zu geben, dass sie morgen noch Strom, Wasser und Gas bezahlen können, sorgen Sie sich um die Profite der Energiemonopolisten und der Netzbetreiber. Diese Politik, meine Damen und Herren, muss im Herbst abgewählt werden. Das Wort erhält der Kollege Klaus Breil für die